Ja, wertes Volk, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Wildlife Park. Ja, wir schauen mal, was die weitere Kampagne für uns bringt. Der nächste Level. Ein königlicher Tierpark in Südengland unterstützt ein Artenschutzprogramm zur Nachzucht gefährdeter Tierarten. So sollen gezielt Alpensteinböcke und Pater-Davids-Hirsche gezüchtet werden, um sie später in ihren Heimatgebieten in größerem Maßstab wieder auswildern zu können. Ja, weil sich Zootiere auch einfach auswildern lassen, genau. Zoos aus verschiedenen Ländern haben großzügigerweise einen dafür notwendigen Bestand an Tieren bereitgestellt. Die genetische Vielfalt ist damit ausreichend gewährleistet. Keine leichte Aufgabe. Erst wenn sich die Tiere richtig wohlfühlen und gesunde soziale Kontakte aufbauen, ist Nachwuchs möglich. Gesunde soziale Kontakte. Naja, gut. Schaffe den Tieren also ein angenehmes Zuhause. Jedes Tier soll mindestens 2 gesunde Nachkommen zur Welt bringen. Jetzt sind wir schon bei Schwierigkeitsgrad Mittel. Züchte 2 Davidshirsche, züchte 3 Steinböcke und Tierzufriedenheit von 100%. An die brauche ich, sonst poppen die Tiere auch nicht. Gut, wir gehen... es pisst. Gehen erstmal auf Pause. Wir haben hier ein paar Davidshirsche. Und wir haben da hinten ein paar Steinböcke. Und wir haben hier Wege durch. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da auch Leute gehen. Nein. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Wir haben kein Publikum. Das heißt, die Wege können auch einfach weg. Und das ist jetzt auch das Erste, was wir tun. Wenn ich jetzt nämlich hier auf einen Davidshirsch gehe, mehr Flachland, Bepflanzung passt, naja. Aber wozu brauchen wir hier eine Brücke und Beglotzung? Das muss echt nicht sein. So. Na, komm, geh weg. Ich will diese Brücke hier weg haben. Und die da auch. Die nervt mich. So, jetzt gehen wir her und erweitern das Gehege ein bisschen. Ich traue dem Zahn auch nicht so ganz. Ich kann nochmal nachgucken. Hier unter der Infotafel kann ich nämlich auch sehen, was für ein Zaun empfohlen wird. Ein Möschendrahtzaun. Wenn wir jetzt nämlich hier in die Zäune gehen, kann ich mir auch die Stabilität anzeigen lassen. Und der Maschendrahtzaun hat halt eine Stabilität von 40. Das, was sie jetzt haben, eine Stabilität von 20. Das ist nur dann relevant, wenn die Viecher pissig sind und ausbüchsen wollen, aber wir lassen es mal nicht drauf ankommen. So, das heißt aber auch, so, das muss alles weg. Machen wir alles weg. Vielleicht sollten wir die Hütte nicht mit abreißen. So. Und jetzt ziehen wir hier den Maschendrahtzaun entlang. Irgendwie Wasser brauchen die ja nicht. Dann baue ich das auch nicht ein. Oh, ja, das können wir lassen. Aber ich glaube, diesen Hügel brauchen die halt echt nicht. Da können wir mit Terraform glätten, einen Startpunkt wählen und alles, was wir jetzt markieren, wird auf die gleiche Hälfte gesetzt wie der Startpunkt. Tada! Wir sollten in unseren Zaun noch Türen für den Wärter einbauen. So ringsrum ein paar. Ich finde die auch gar nicht schlecht, weil die nicht kaputt gehen. Trinkwasser, Heu und Blätter. Trinkwasser ist da, ne Heu. Ah, bei so vielen Tieren kann man auch 2. Wo haben wir denn einen Tierpfleger? Ach, brauchen wir noch einen. Jetzt umfasst er das ganze Hirschgehege.
Was brauchen wir noch? Kampfspiel und Kratzen. Das ist zum Kratzen. Geäst. Das Geäst wird gerne zum Kratzen genutzt. Ja, dann kratz dich doch hier mal so ein bisschen. Kampfspiel. Ach, die werden untereinander kämpfen, aber... So. Es hat auch einen bestimmten Grund, warum ich das jetzt noch nicht so laufen lasse. Und zwar war ich noch nicht hinten bei den Steinböcken. Und je länger die halt wiederum auf ihre Gehegeoptimierung warten müssen, ja, desto unglücklicher werden sie, ne? So. Oh, hier, ne? Jede Menge unnötiger Zaun. Da wird der Handwerker ganz schön rennen. Das können wir ja nachher mal... Was soll denn der Scheiß? Eine Hütte außerhalb... Naja, egal. Wir gucken auch mal in den Steinbock. Der Steinbock möchte eine Steinmauer. Die Steinmauer hat eine Stabilität von 70. Ja. Gut. So können wir den Scheiß hier eh erstmal wegmachen. Braucht kein Mensch. Ich würde das da einmal rummachen und gucken, ob das reicht. Ich zeige euch einen Zaubertrick. Hokus pokus fidibus. Nee, das ist irgendwie nicht so, wie ich das will. Ich sehe hier gerade gar nicht, wie das Gelände ist. Machen das mal weg. So, und das will ich... ebener. So, jetzt können wir hier nämlich den Zaun ziehen. Ohne Angst haben zu müssen, dass uns die Viecher nachher ausbüchsen. So, mache ich das hier so. Und jetzt zaubern wir wieder einmal den Maschendrahtzaun weg. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Maschendrahtzaun in the morning. Kennt das überhaupt noch jemand? Naja. Gut, Steinbock möchte Trinkwasser, Heu und Blätter. Heu hat er. Können wir auch jeweils noch ein zweites machen. Blätter. Brauchen wir auch jemand, der das Futter verteilt. Nicht so weit weg. Nicht so mitten rein. So. Und? Ach ja, genau. Die wollen Hügelland. Jetzt gehen wir mal her. Machen mit der Terraform Zufall hier so ein paar Hügelchen rein. So. Ah, das geht nicht. Das müssen wir rückgängig. So können wir das machen. Hier schön auch in die Mitte rein. Jawohl. Gucken, ob das reicht. Springen, Klettern, Kampfspiel. Ja gut, Springen und Klettern können sie jetzt. Aber so ein bisschen Kampfspiel noch. So. Ich lasse jetzt mal laufen. Huch, jetzt stehst du oben. So, auch hier kommt mal noch ein Gärtner hin. Kohle haben wir ja. Und wie viel wir ausgeben, ist irrelevant. Also lassen wir es krachen. So, jetzt gucken wir auch die Steine. Die Hirsche. Alles grün, alles grün. Ja, ein bisschen Hunger noch. Nicht gesund, läuft, ist äußerst zufrieden. Wie sieht es da oben aus? Blätter, der Boden ist zu weich. Ja, genau. Und zwar hier auch ein Boden vorgeschlagen, nämlich Stein. Wir haben hier nämlich verschiedene Böden zur Auswahl. Erde. Erde hat zum Beispiel einen Härtegrad von 50%. Gras, je nachdem, 45, 40, 30. Ne? Je mehr Gras, desto weicher. Und Stein hat einen Härtegrad von 100%. Also die wollen es ganz hart. Die
Wollen sie auf die ganz harte Tour, die Steinböcke? Dann kriegen sie das doch. Das ist noch ein bisschen Weg. Den will ich weghaben. Na. Da ist jetzt natürlich Erde drunter. Wir steinen. So, jetzt besser? Ja, äußerst zufrieden. Jetzt können wir hier oben mal schauen. Hier haben wir die Tiergesamtzufriedenheit. Und wenn wir sie uns anzeigen lassen nach schlecht gelauntestem Tier, haben wir hier Steinbock 15. Der hat noch nicht gesprungen und noch nicht gefressen. Und darum hat er schlechte Laune. Davids Hirsch 14. Blätter und Kratzen. Ja, mach das. Hier auch springen. Ja, dann springt doch. Hier, ihr kriegt noch ein paar Steinchen. Und jetzt ab, die Luzi. Ich beschleunige mal ein bisschen. Ja, wir sollen ja züchten. So. Bis die soweit sind, können wir hier so ein bisschen unnötige Sachen vernichten. Das mache ich immer ganz gerne. Gibt ein bisschen Geld. In späteren Missionen ist das Geld relevant. Das ist immer so das Erste, was ich mache, alles abholzen. Boah, warum? Weil ich es kann. Wobei es mir hier jetzt eher darum geht, dass mein Mechaniker am Ende nicht die ganze Zeit an diesen Möschendrehzahlen hängt. Und Gehwege für meine Mitarbeiter sind eh vollkommen überbewertet, weil die die nicht benutzen. So. Wer ist jetzt noch unglücklich? Der Steinbock 15. Benötigt mehr artgerechte Bepflanzung. Ah. Also noch so ein paar Tannen. Tannen. So, was steht denn dran? Bepflanzung von 30%. Naja, weiß nicht. Möchte dringend springen. Ja, dann mach das doch. Hirsche sind zufrieden. Können wir auch mal hier noch so ein bisschen an der Erde was machen und an der Bepflanzung. Die wollen volles Gras und ein bisschen Weide. So. Volles Gras ist jetzt überall. Dann kriegen sie, ist das Weide? Nee, das ist Eukalyptus. Hier ist Weide. Flop, flop, flop. Ha. Ich bin kein Gartenlandschaftsarchitekt. Muss reichen. Zufrieden sind sie. Tierzufriedenheit von 100%. Keine anderen Tiere bauen. Kann ich die Dingens schon bauen? Sexualaufklärung. Ich nenne die immer liebevoll die kleinen Pornos. Videos helfen Pandas und Menschenaffen, ihr in der Zoohaltung oft verkümmertes Sexualverhalten neu zu erkennen. Also das sind quasi Affenpornos. Aber die bringen, glaube ich, den Hirschen hier nichts. Die sind halt zufrieden. Sei nicht zufrieden, geh poppen. Meine Güte. Ja. Jetzt, wo wir ein wenig Zeit haben. Ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen. Mir ist aufgefallen, dass das Bild ein wenig klein war. Wir versuchen dieses Video ein wenig größer skalierter hochzuladen. Ja, nobody's perfect. Aller Anfang ist schwer.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wem fällt noch eine Phrase ein, die man jetzt dreschen könnte? Ja. Learning by doing. Es wird alles nach und nach. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Ich bevorzuge dabei aber konstruktives Feedback. Na, hier ist aber nicht so viel drin. Doch. 96 von 100. Sieht nur so leer aus. So. Gucken wir mal hier bei den Steinböcken. Wir können auch mal näher ran. Alles ein bisschen pixelig, aber das haben Retro-Games so an sich. Dass man den Tieren nicht bis in die Poporitze gucken kann. Wie sie halt alle aufeinander stehen zum Essen. Als ob es da hinten nicht auch noch Heu gäbe. Aber gut. Wie sie aufeinander sitzen. Naja. Tierzufriedenheit ist bei 100. Dann könnte doch jetzt so langsam was vorangehen. Ja? Nein? Vielleicht? Also die letzten Level gingen schneller. Wen es interessiert, ich habe auch schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Ich habe mir schon das nächste Retro-Game ausgesucht, das ich zusammen mit euch spielen möchte. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber es hat einfach Kultstatus. Und ja, soll ein bisschen was anderes werden als hier Aufbausimulation. Für all diejenigen, die hieran nicht ganz so viel Spaß haben. Aber gleichzeitig möchte ich mich auch noch nicht auf irgendwelche Daten festnageln lassen, wie oft ich Videos hochlade, wie oft ich Videos produziere. Mir geht's dabei in allererster Linie um den Spaß. Na, du schüttelst den Kopf? Möchte sich dringend fortpflanzen? Ja, bitte bedien dich. Die Hintergrundmusik ist ausgegangen. Oder liegt das an mir? Ah, jetzt kommt wieder was. Was gibt das? Drei Männchen laufen in einer Reihe einem Weibchen hinterher. Oh, sie ist schon trächtig. Ja, wunderbar. Normalerweise wird man informiert, wenn sich Tiere paaren. Das finde ich jetzt schon ein wenig ärgerlich. Und gucken wir mal einmal durch. Die Hirschkuh, sagt man, glaube ich, ist schwanger. Die ist schwanger. Die ist schwanger. Der möchte schon wieder bumsen. Ja, die sind alle schon trächtig. Ja, wunderbar. Wie sieht's hier oben aus? Na, lass dich halt anklicken. So. Ach, auch trächtig. Auch. Zufrieden. Trächtig. Ja, wunderbar. Haben die sich alle schon fortgepflanzt? Ist schade, normalerweise tauchen hier Nachrichten auf. Das ist dann irgendwie... Ein Tier hat einen neuen Sexualpartner gefunden. Oder so. Also es ist wie hier Bildzeitung. Lothar Matthäus hat wieder geheiratet. Oder so. Hier, das Gebäude ist momentan voll.
Und es macht die Tiere sehr, sehr unglücklich, wenn ein Gebäude übervoll ist. Also es macht uns hier auch nicht glücklich, wenn wir mit mehr Leuten unser Zimmer teilen müssen, als unser Zimmer groß ist. Hier ist noch leer. Da ja aber Tierbabys geboren werden sollen, landen die dann automatisch hier drüben drin. So, ein Tier trinkt Badewasser. Ist aber nicht gut. Ich nehme dir das Badewasser weg. So. Da ist noch. Da ist noch. Ach, das geht nicht wegen der Brücke. Genau. Ja, lassen wir mal, weil das ist auch eigentlich kein Zaun hier. Das können wir hier wegklicken. Um dann... Ja, also hier würde ich mir, glaube ich, Sorgen machen, dass die mir abhauen. Jetzt gucken wir mal nochmal, wer denn als erstes wirft. 165, 165, 136. Aber ich glaube, die Steinböcke werfen vorher. Hier, genau, sind wir nämlich schon. 81, 51. Jo, die werfen zuerst. Und zwar als allererstes wirft die hier. Steinbock 4. Wir können den Tieren auch Namen geben. Bis jetzt sind sie ja nur durchnummeriert. Wir könnten mal hergehen. Die erste, die wirft, das ist immer die Chantal. Die hat im Sexualkundeunterricht halt nicht aufgepasst. Chantal. Hoppala. Jetzt macht das ganz kaputt. Mal von vorne. Schandalle. Das ist die Zündi. Das ist die Jacqueline. Mit Ö. Jacqueline. Das ist der Kevin. Mit W. Kevin. Dann haben wir noch die... Ja, da gehen mir schon die Ideen aus. Roxanne. Noch eine. Habe ich jetzt irgendein Weibchen mit einem männlichen Namen benannt? Muss ich gleich nochmal durchgucken. Habe ich ein bisschen gepennt. Dann ist das die Sandy. So. Mehr Hügellandfläche kriegst du gleich. Ich brauche erst einen Namen für dich. Kevin und Mike mit AI. Und das ist dann noch der... Ich bin heute irgendwie unkreativ. Der Kevin, der Mike und der... Peer. Chantal, Zündi, Mike, Zündi, Mike. Was? Ach, die Babys sind da. Ja, wunderbar. Zwei Tierbabys. Steinbock 17, ein Männchen. Und Steinbock 16, auch ein Männchen. Hm.
der Nigel. Auch ein Name, den im Deutschen keiner aussprechen kann, wenn man ihn seinem Kind gibt. Nein, ich will Nigel nicht verkaufen. Ich will zum nächsten Tier springen. Das ist der... West. Peer und Chantal und Jacqueline und Kevin, Roxanne und Sandy. Sehr schön. Ich habe diese beiden zur Kenntnis genommen, also lösche ich die Nachrichten. Und hier seht ihr auch wieder das mit den zwei Gebäuden. In dem einen sind jetzt 8 und in dem anderen wurden 2 ausquartiert. Jetzt gehen wir zu den Steinböcken. Zu den Hirschen. Bei den Steinböcken waren wir eben. So. Das ist die Katharina. Und die Luisa. Und die... Sarah. Sarah geht auch immer. Was ist denn der Maximilian? Oh, ein Tierbaby kam zur Welt. Noch mehr Steinbockbabys. 3! 3 Steinbockbabys. Wow. Sehr cool. Da haben wir jetzt unser Soll schon erfüllt. Aktuell 5. Das Schwierige ist halt auch immer, wenn die Dinger da rausplumpsen, dann sind sie immer erstmal unzufrieden. Hier, was die alles wollen. So. Und deswegen sinkt natürlich auch wieder meine Tierzufriedenheit. Aber gut. Wo waren wir? Katharina, Luisa, Sarah, Maximilian, Ann-Kathrin. Moritz. Jan. Mehr haben wir nicht? Okay. Dann müssen wir jetzt noch die Neugeborenen... Hier kann ich sogar... Habe ich jetzt sogar extra einen Reiter, um die Tierbabys zu verkaufen. Ich werde hier aber nochmal für jeden Steinbock einzeln gefragt. Ja, weil man in den späteren Levels einfach auch mit Nachzuchten gut Geld verdienen kann. Es gibt Tiere, die schmeißen so häufig... Boah. Ja. Und man kann die Tiere auch großziehen und dann verscheuern. Man muss nur halt immer... Irgendwann muss man Tiere verkaufen aus Platzgründen. Oh, noch 100 Tage. 16 Tage. Wunderbar. 43, 60. Aber da brauche ich nur 2, ne? Also wäre ganz cool, wenn die 2 auf einmal schmeißen würde. Aber auch diese Dinge können wir hier in der Infotafel nachlesen. Und zwar unter Paarung Nachwuchs pro Wurf 1 bis 2. Das heißt, es ist möglich, dass die Wehrschmeißer als erstes Ann-Kathrin gleich 2 auf die Welt bringt. Und dann... Ja, wir müssen dann nur abwarten, dass es denen halt auch gut geht. Ein Tierbaby kam gerade zur Welt. Noch mehr Steinböcke. Einem Steinbock müssen wir noch einen Namen geben. Die anderen können wir dann nämlich verkaufen. Michelle. So. Jetzt können wir nämlich hergehen. Und alles, was keinen Namen hat, verkaufen. Hier sind auch Babys drin gelandet. Kommt weg. Michelle bleibt. So.
So habe ich nämlich immer noch genug Steinblöcke. Oh, es kam ein Davidshirsch zur Welt. Ein Männchen. Ein Philipp. Würde jetzt, glaube ich, mal gerne die Ann-Kathrin beobachten, weil die kann man ja jetzt, die ist ja jetzt wieder zu haben für die Männerwelt. Gucken, wie lange das dauert, bis die wieder trächtig ist. Sie ist zufrieden, sie futtert ein wenig. Ja, also dafür, dass bei den Männchen überall steht, dass sie sich ganz dringend fortpflanzen möchten, lassen sie sich aber Zeit. Oder ihnen ist noch nicht aufgefallen, dass die Ann-Kathrin bereits geworfen hat. Jetzt bettelt sie sich mit Luisa. Da ist die Ann-Kathrin. Ja, hinterm Baum oder was? Damit's wir nicht sehen. Ja, ist klar. Aha. Wir sind ja hier kinderfreundlich. Deswegen wird sich hinterm Baum fortgepflanzt. Oh, ein Mädchen. Sehr schön. Wie nennen wir das Mädchen? So, jetzt haben wir die erforderlichen Tiere. Das heißt, alles, was jetzt zur Welt kommt, wird ASAP verkauft, weil wir jetzt nur auf diese 100 kommen müssen. Steffi, iss und trink schneller. Damit ich auf meine 100% Zufriedenheit komme. So, da kam noch ein Davidshirsch zur Welt, der wird sofort verkauft. Der macht meine Statistik schlecht. Na los, Stefanie. Hopp. Kampfspiel. Bettel dich. Los, betteln. Ist ein bisschen trocken, ne? Bisschen fauler Gärtner. Können aber auch hier einfach noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dann muss ja nicht die Wiese gießen. Das ist halt auch so ein Ding, Wiese gießen. So. Jetzt, das ist der Bär. Es geht doch allen gut. Wo ist das Problem? So habe ich nur 99%. Michelle will springen. Ja, dann mach doch. Immer diese kleinen Diven, ne? Noch ein Tierbaby. Nee. Kommt weg. Versaut mir die Statistik. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Ist ein Haken dran? Ist ein Haken dran? Arbeiten wir dran. Möchte dringend springen. Mach mal. Jetzt geht sie hoch. Jawohl. Spring, Michelle, spring. Oh, hier wird. Oh. Wir haben den Level geschafft. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir werden das nächste Mal in der Kampagne fortfahren. Dort geht es dann in den San Diego Wild Animal Park. Ich freue mich auf euch. Bis dann.